Hallo und willkommen zu diesem Video. Falls ihr das neueste Video schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ja noch ein Video zu diesem Comic gemacht habe, den Star Stable Online gepostet hat. Und ja, das machen wir jetzt mal kurz. Also kurze Info vorher, das hier alles, das hier, wie zum Beispiel auch diese wunderschöne Collage von Aidan Abua, ist alles auf dem englischen Star Stable Online Kanal, weil Star Stable hat nämlich zwei, die haben auch noch den hier, das ist der deutsche. Und da ist, wie gesagt, dieser Comic nicht drauf und noch ein paar andere Sachen auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade, aber ja, hier sind nur diese Sachen drauf und wenn man das vergleicht mit dem anderen, hier sieht man schon, dass da eine Menge anders da ist. Aber wir gucken ja heute auf diesen Comic. Als erstes kommt hier der Text und das ist nur der erste Part von 4, schreibt Star Stable hier unten noch. Die Sommerstimmung ist hier in Jorvik. Maya und Alex genießen einen sonnigen Tag bei einem gemeinsamen Picknick. Alex scheint jedoch etwas im Hinterkopf zu haben. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ihre Mutter für einen Besuch in die Stadt kommt. Und ein kleines Geheimnis, bleiben Sie dran für mehr, Teil 1 bis von 4. Hier sieht man nochmal Tinkern, ist das glaube ich, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Und ja, dann sehen wir hier, dass Alex und Maya sitzen und dass Maya ein Buch liest. Ich glaube, es ist dieses Candera Ella Buch, wo wir auch mal was drehen sollten in der Reitarena, wo wir Luciana, hieß sie, glaube ich, holen sollten mit ihrem schwarzen Lusitano. Das ist das Buch, glaube ich. Und dann sagt die Maya zu Alex, have you read this one yet? Linda, we comment it yet. Also, hast du dieses Buch gelesen? Linda hat es mir gegeben oder so ähnlich. Also, es ist jetzt sinngemäß. Also, genau genommen heißt es empfehlen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Und sie so, und isst ihre Chips oder was auch immer das da gerade sind. Und sie an Linda fragt, nicht Linda, Maya fragt alles, Alex, alles okay bei ihr? Und sie so, ja, warum? Und Maya so, du bist so still gerade. Also, du bist so still heute. Und dann sagt Alex noch, sorry, I keep thinking about something my mom said. Also sie denkt über etwas nach, was ihre Mutter ihr gesagt hat. Und guckt mal, wie süß Tinken. Und Maya sagt gerade gucken. Und dann sagt sie noch, Mom said she wants a do-over and I do too. But how? Also ich habe es mal gegoogelt. Das heißt übersetzt, Mom sagte, sie wollte eine Wiederholung und ich auch, aber wie? Ich verstehe es zwar jetzt nicht so ganz, aber wahrscheinlich wollen sie irgendeinen Ausflug oder so machen, würde ich es einfach mal vermuten. Und dann, weil sonst habe ich es jetzt nicht so verstanden, aber okay. Und dann sagt, oh guck mal hier, wie süß Tinkern guckt. Oh. Und dann sagt Alex halt, das ist so viel, was ich nicht erzählen kann. Und Maya rät ihr, dass sie mit dem kleinsten Geheimnis starten soll. Und dann überlegt Alex, was sie ihr sagen könnte. Der erste Gedanke von ihr ist, vielleicht sollte ich ihr sagen, dass ich meine Haare mal in blau gefärbt habe danach. Oder wenn ich Tinkern so die Schuld dafür gegeben habe, also blamiert habe, dass er das letzte Marshmallow gegessen hat. Oder der letzte Gedanke von ihr ist, dass sie einmal das Auto von dem Schulleiter in Brand gesetzt hat. Also ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie das Auto des Schulleiters in Brand gesetzt hat, aber ja, gut. Und dann flippt Alex komplett aus und sagt, dass sie ja nichts über dessen Seelenreiten erzählen kann, weil sie sonst ausflippen würde. Und sagt im selben Satz noch, dass sie keine anderen Geheimnisse hat. Und Maya so lächelt und sagt so, sicher, du hast doch bestimmt, sie weiß doch, weiß sie wirklich alles über dich?
Und dann sagt Alex so ein bisschen schüchtern: Ja, sie weiß nicht, dass ich queer bin. Also, ich denke mal, das heißt übersetzt, dass ich schwul bin. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber passt halt zum Pride Month. Und Maya so: Das ist ein guter Platz zum Starten. Und dann kommt dieses Bild. Und man sieht hier halt zum Beispiel hier never stehen, also nie. Oder diff, das weiß ich nicht, was das heißt. Oder guy, Hilfe, Freak, wieso? No, no, no. Oder was ist falsch mit dir? Und das sieht man halt alles. Und das denkt sie sich wahrscheinlich gerade. Und weil sie Angst hat, es ihrer Mutter zu sagen, würde ich mal jetzt schätzen. Und das war der Comic von Star Stable Online. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.